Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge hier mit Ark The Island. Ich grüße euch. Nachdem wir uns jetzt so ein bisschen von dem Bossfight gegen die Brotmutter erholt haben, gehen wir jetzt natürlich direkt in die nächste Folge rein. Natürlich folgt heute nicht gleich der nächste Bossfight, sondern wir machen die Vorbereitung für den nächsten Bossfight. Weil, wie ihr wisst, ich habe zwei Tech-Rexe und da brauchen wir heute noch das passende Gegenpart dafür, also den passenden Gegenpart, damit wir nämlich dort nämlich auch eine Vermehrung machen können. Aha, das wird nämlich lustig, Leute. Deswegen starten wir jetzt direkt in die Folge. Weil wir gucken jetzt mal, ich habe nämlich schon verschiedene Tech-Rexe auf der Map gesehen. Was haben wir denn jetzt hier gehabt? Wir haben zwei männliche, das heißt, wir bräuchten natürlich dann jetzt noch weibliche Tech-Rexe. Oh, das bedeutet, wir brauchen erstmal wieder was zum Zömen. Warte. Zömen. So, das heißt, ich nehme hier wieder meine Sachen mit. Dankeschön, ich nehme meinen Kippel mit. So, dann bin ich nämlich damit wieder ready to go. So, okay. Ja, das andere Zeug brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich brauche nur meine Flinte, Betäubungsdarts, Kippel und dann läuft die Sache. So, Hallöchen, Vögelchen. So, es geht mal wieder los. Ja, wir gehen nämlich jetzt, wir schauen jetzt. Also, ich habe schon mal einen rumrennen sehen. Das war hier gegenüber vom roten Obelisk. Ja, Obelüsten. Da habe ich einen gesehen gehabt, aber ich habe nichts mit dabei gehabt, wo ich hätte den zähmen können. Deswegen schauen wir mal. Ich bin, weiß jetzt auch nicht, war weiblich, männlich. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, Leute. Ich hoffe, dass er noch da ist und dass er nicht despawned ist. Weil sonst wird er nämlich ein aufregendes Suchen heute. So, wollen wir mal gucken. Vielleicht ist er nämlich hier auch irgendwo rumgelaufen. Ich weiß es gerade nicht. So. Oh, da ist ein Spino. Leute, wir brauchen Spino-Segel. Ich muss ja noch ein bisschen einkaufen gehen, ne? Ist wichtig. So, habe ich das Spino-Segel? Ich habe das Spino-Segel, oder? Oh, warte mal hier. Erstmal Gedöns rausschmeißen. Also die brauche ich schon mal nicht. Die können raus hier. So, da schmeiße ich jetzt auch mal alles raus, Leute. Weil ich will jetzt nicht so viel Unrat sammeln. Nicht, dass der Vogel wieder mal irgendwelche Sachen nämlich nicht aufsammelt. Das wäre nämlich echt shitten. So, okay. Wollen wir mal weiter gucken. Da vorne ist ein Terrizino. Da brauchen wir noch die Krallen. Was bist du für einer? Ein 48er. Okay, alles klar. Tschüss. Dankeschön. So, gleich wieder die Sachen rausschmeißen, die nicht gebraucht werden. Blub. Dankeschön. Das auch raus. Danke. Ach, hier. Das kann auch raus, natürlich. Hier, schau. So, läuft. Es lübt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Herr Grex, bist du noch da? Ha? Da ist er noch. Und es ist ein weiblicher. Und es ist ein 540er. Yes. Es lübt. So. Erstmal hier alles weggeräumt. Ja. So. Damit wir nämlich hier in Ruhe arbeiten können. So. Ach, dieses scheiß Insektenzeug, ey. So. Okay. Dann tue ich den nämlich jetzt erstmal ein bisschen weiter wegstellen, den Vogel. Und dann holen wir die Flinte raus. Und dann brennen wir den erstmal einen auf den Pelz, ne? Oh, scheiße, da sind Raptoren, ey. Ich habe Raptoren gesehen. Ja, komm mit. Ja, komm. Put. Oh, ich hasse Raptoren, ey. Also, ich mag Raptoren. Aber ich hasse es, wenn sie mich dann stören bei der Arbeit. Ja, das geht nämlich mal gar nicht. Das ist ein No-Go. Wisst ihr, die ganze Zeit habt ihr ja nichts gesehen. Man hat nichts gesehen und jetzt sind die Raptoren da. Boah. Ja, klar, hier. Kaum hat man Sachen entsorgt, sind sie schon wieder da, ne? Boah. Da, genauso. Auch schon wieder da. Was ist los hier? Sag mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass manchmal der Spawn kaputt ist. So. Stehst du auf... Nee, du stehst auf Greife Ziel an. Nee. Wir stellen dich mal ganz kurz auf Passiv, mein Freund. Ganz kurz auf Passiv. Da, dankeschön. Hallo, Tech-Rex, bleib mal hier. Ich habe da was für dich. Hallöchen. Na, mein Schnuckiputz. Ja. Guck mal, ich habe gute Munition, ne? Ah, sehr gut. Ach, was ist denn hier schon wieder los? Sag mal, was stimmt nicht mit euch? Haut ab jetzt. Mistviecher. So. Eieiei. Hau ab jetzt. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich will dich nicht. So. Okay. Pass mal auf jetzt. So. Du möchtest zwei Kübel haben. Zwei Kübel. Dann lass mir dich mal gerade zähmen, ne? So.
Tech-Rex Nummer Uno. Wir werden aber bestimmt noch einen finden. So, Leute, jetzt müssen wir leider warten. Und Ladies and Gentlemen, da steht sie. Meine Tech-Rex-Dame. Yay, cool. Ich freue mich. Ich freue mich ganz heftig. So, dich dann erstmal eintüten. Dankeschön. So, dann gehen wir mal auf die Suche. Vielleicht finden wir noch irgendwo die was. Weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob es hier noch irgendwo einen gab. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch was finden, oder? Oder soll ich jetzt die Zucht starten? Also die Nachzucht. Also nicht richtig züchten, sondern eher die Nachzucht. Ja, dass wir Nachzuchten machen. Ah, ich weiß es gerade nicht, Leute. Ich weiß es gerade nicht. Müssen wir mal gucken. Ich fliege einfach mal kurz rum und gucke mal, ob ich noch irgendwo einen Tech-Rex finde. Leute, ich habe noch einen gefunden. Yay, ich bin hier gerade beim Vulkan. Hier ist auch noch einer. Sieht hübsch aus. Hübsch. Okay, wir müssen erstmal hier wieder ein bisschen freiräumen. Ja, wir machen erstmal hier wieder ein bisschen frei. So, damit wir wieder ein bisschen Ruhe haben. Ja, da ist noch ein normaler Rex. Komm, geh weg. So. Okay, da sind noch ein paar Raptoren. Die muss ich auch wegräumen. So. Damit wir hier, wie gesagt, ein bisschen Ruhe haben. Haha. So, was habe ich da hinten noch gesehen? War da eben ein Kano? Da ist ein Kano. Der muss auch weg. So. Gute Nacht. So. Ey, was hier wieder los ist, ey. Das kannst du dir ja echt nicht ausdenken, du. Also das, was am meisten nervt, ist dieses bescheuerte Insektenzeug, ey. Weg jetzt. Mann. Guck mal, der dreht sich gerade so schön im Kreis. Das bietet sich doch an, Leute. Hier, pass mal auf hier. Flupp. Ein Schuss in den Arsch. Und flupp. Und er liegt. Yay, cool. So. Okay, hoffentlich haben wir jetzt hier Ruhe. Zum Zähmen. Ich sehe gerade nichts Böses. Okay, hoffen wir mal. So, wie viel möchtest du? Du möchtest auch zwei Kippel. Alles klärchen. So, schmeiß mal auch in dich rein. Da und da. Yay, Leute. Das wird was. Yay, haha. Oh, ich kann hier die Zucht dann laufen lassen, du. Holy shit, ey. Ha, das wird herrlich. Ich freue mich. Ach. Muss ich auch nur wieder sehen, dass ich einen guten Sattel bekomme, ne? Einen guten Röcksattel. Oh, und diesmal muss ich auch ein bisschen auf Leben skillen. Holy shit. Die müssen mich einiges aushalten, du. Eieieiei. Ich weiß gar nicht, ob ich auch schon Allosaurus hatte. Männlich, weiblich. Weil das wäre nämlich dann auch interessant. Das wäre auf jeden Fall auch interessant. Müsste ich auf jeden Fall gucken. Okay, das gucken wir dann auf jeden Fall in der Base. So, Ladies and Gentlemen, dieser Tech-Rex gehört jetzt auch mir. Nee. So, komm mal mit. So, Leute, jetzt können wir in die Base zurück. Jetzt kann ich nämlich die Produktion starten und dann gucke ich mal, ob ich auch Allosaurus da habe. So, pass mal auf. Das heißt, ich starte nämlich jetzt die Nachzucht von den Tech-Rexen. Und dann werden wir nämlich mal sehen, dass wir die nämlich gleich auch anständig nämlich dann gelevelt kriegen. Aha. Oh, das wird jetzt ein Akt, Leute. Oh, das wird jetzt ein Akt. Okay, jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich hier ein bisschen umbaue. Wie machen wir das jetzt am besten? So, weil die Reichweite, ich weiß nicht, ob die Reichweite da reicht, bis da oben hin. Ich würde jetzt tatsächlich da oben das Soul Terminal nämlich dann wegnehmen. So, pass mal auf. Das machen wir nämlich jetzt anders. Ich mache das jetzt so, ich nehme die mal hier raus und dann tun wir das hier aufheben. Dankeschön. So, okay, und dann stelle ich das mich da unten hin. Und dann können mich die Tech-Rexen mich hier unten machen, was sie wollen. Ach du Scheiße. Holy. Nein, geh weg. Ja, Leute, das ist immer die große Angst hier, ne? Doch, ich immer die große Angst. So. Wenn wir erstmal hier ein bisschen Platz machen für die Rex-Damen. Ja. So, pass mal auf. So. Sehr hübsch. So, pass mal auf. Jetzt kommt nämlich hier eine... Ups, warte. Hier eine Rex-Dame hin. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Da kommt eine Rex-Dame hin. Aha. Und da kommt eine Rex-Dame hin. Tada. Sehr schön. Okay, und dann machen wir nämlich hier Verhalten, Paarung aktivieren. So, hier Verhalten, Paarung aktivieren. Da auch Verhalten,
Paarung aktivieren. Und da, hier, behalten, Paarung aktivieren. So, die legen ja dann nämlich Eier. Die legen sich dann Eier, weißt du. So, das heißt, ich muss mich das hier aktivieren, dass nämlich die Eier aufgesammelt werden. Pass auf, ich stelle nämlich jetzt hier das Soul Terminal nämlich dahin. Blub, sehr schön. Okay, dann müssen wir hier, wie war das gewesen? Options, Automation. So, Fertilized Egg Incubation, ja. Fertilized Egg Collection, da auch. So, Collection, also er sammelt sie auf, er tut sie vorbrüten, ja. Das macht er auf jeden Fall schon mal, das ist cool. Okay, 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 okay. Das sieht sich schon mal sehr gut aus. Und dann gehen wir hier auch noch auf Options. Newborn Auto Trap machen wir natürlich auch an. So, Enable. So, alles klar, das habe ich auch. Reichweite 15, das müsste reichen. So, okay, alles klärchen. Da habe ich mich das schon mal. Okay, alles klar. Das heißt, die Eier werden nämlich jetzt aufgesammelt. Ja, das heißt, ich kann nämlich jetzt dann hergehen, kann mir nämlich jetzt noch eine Klimaanlage machen, wo ich es nämlich dann ausploppen lassen kann. Dann werden sie gleich wieder aufgesammelt. Leute, es wird geil. Es wird richtig geil. Okay, alles klärchen. So, das heißt, ich brauche jetzt Klimaanlage. Klimaanlage kriege ich hier, ne? Ne? So, pass mal auf. Elektrisch, Klimaanlage, da ist er. So, machen wir nämlich direkt mal zwei Stück. Flupp. Die werden nämlich dann jetzt auch gleich aufgestellt. Dankeschön. So, okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten mache. Ich glaube, ich stelle die dann hier hin, ne? So, pass mal auf. Da kommt nämlich jetzt eine dahin. Und eine dahin. So, okay, alles klärchen. Alles klärchen. Die leuchtet, das heißt, sie sind bereit. Das heißt, ich kann mich dann die Eier hier davor schmeißen. Ja, und dann werden sie nämlich dann ausgeploppt. So, dann wird es gleich wieder aufgesammelt. Und dann tue ich mich die fertigen Tiere hier vorne hinstellen, in die Reichweite von der Nanny. Und dann lübt die Sache. So, das heißt, wir müssen mal hier ein bisschen Platz machen, ne? Wir brauchen dann mal hier ein bisschen Platz. So, das heißt, ich könnte doch jetzt erst einmal die Tierchen, die ich gerade nicht brauche, könnte ich doch jetzt erstmal wegräumen, richtig? So, komm, wir räumen euch mal weg. Ja, so, dankeschön. So, Cave Devil, ich brauche jetzt momentan auch nicht. Okay, das nehme ich mal an mich. Ja, das soll ich ja nicht so rumliegen lassen, ne? So, okay, dann haben wir doch hier Platz. So, pass mal auf, dann tue ich den Ankylo auch erstmal weg. Dann ist der auch erstmal aus dem Weg. Da habe ich nämlich erstmal nur den Vogel draußen, weil das ist sowieso das einzige Tier, was ich momentan brauche. So, und den Vogel, den stelle ich einfach mal hier hin. Ja, hier ist er gut geparkt. Sehr schön. Haha, lübt. So, okay, die Tiere, die ich jetzt hier habe, die schmeiße ich jetzt erstmal hier rein. So, dankeschön. Das andere Zeug, das kommt jetzt erstmal hier in den Grinder. Dankeschön. So, und dann gucken wir mal, wie weit ihr seid. Ne? Gucken wir mal. Wir lunsen mal, ne? So, okay, okay, okay. Das heißt, wir müssten jetzt schon Eier haben, ne? Haben wir schon Eier hier drinne? Sag mir jetzt nicht, dass die Box das aufgesammelt hat. Doch, die Box hat es aufgesammelt. Ich glaub's ja nicht. Okay, warte mal. Stop pull from ground. Das müssen wir jetzt erstmal ausmachen. So, nehme ich jetzt hier die zwei Eier raus. Die schmeißen wir jetzt hier rein. Da, da. Dankeschön. So, dann werden die nämlich jetzt vorgebrütet. So, dann müssen wir jetzt erstmal abwarten, Leute. Ja, das dauert ein bisschen. Was habt ihr für einen Cooldown? Ach, die paaren sich schon wieder. Ach, das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Also Leute, die Tech-Rexe werden wir schnell zusammen haben. Haha. Okay, ja, stimmt ja. Ich wollte was gucken, Leute. Ich wollte gucken nach Dings. Ob ich da schon Tiere was hatte. Warte mal. Ich hatte einen Allosaurus. Okay. Das heißt, wir müssten nochmal Allosaurus besorgen. Weil die Allosaurus sind eigentlich für den Megapithecus sehr cool, weil sie sind schnell, sie sind wendig und können auch ziemlich schnell zubeißen. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nochmal ganz schnell Allosaurus hole. Das wäre natürlich jetzt die Idee, ne? Ach ja. Aber wir warten jetzt erstmal. Ich will jetzt erstmal gucken, wie das hier funktioniert, Leute. So. Wie sieht es hier mit dem Vorbrüten aus? Ah, das geht schnell, Leute. Okay. Ich sollte aber vielleicht mal hier das Gebiet ein bisschen sichern wegen meiner Tierbabys. Irgend so ein Autogeschütz wäre da nicht schlecht, ne?
Das wäre, glaube ich, eine gute Idee, du. Okay, warte mal, ich gucke mal. Warte. So, was kann ich denn hier schon machen? Warte mal, Tech. Da, Tech Tourette. Das wäre doch cool. Das machen wir, oder? So, wir bauen uns ein Tech Tourette. Oder vielleicht auch zwei. Zwei würden besser kommen. So, zwei Tech Tourette. So, warte mal. Was braucht das nochmal? Tech-Generator, Element-Shards. Okay, er braucht Element-Splitter. Er braucht Element-Splitter. Die müssen wir dann erst noch herstellen. Das ist kein Problem. So, würde ich mich jetzt hergehen. Er würde mir nämlich tatsächlich hier eins hinstellen. Flupp. So. Und dann würde ich mir noch hier eins hinstellen, damit das Gebiet hier so halbwegs ein bisschen gesichert ist. Pass mal auf. So, zack. Sehr schön. Einschalten. Einschalten. So, und jetzt machen wir noch Element Splitter. Müssen wir mal gucken, wie viel wir da machen können. So, pass mal auf. Element Splitter. So, okay. Probieren wir es mal mit 100. Ah, das sieht gut aus. Haha, okay. Sehr schön. Ich lasse das mal durcharbeiten gerade. Ich glaube, mit 10.000 kann man erstmal arbeiten, oder? Das tun wir nämlich jetzt erstmal halbieren. So, dann kommt nämlich hier die Munition hier rein. Ne, pass mal auf hier. So, okay, machen wir erstmal diesen hier. Flop, haha, weggepustet. Ach, herrlich. So, warte mal. Einstellung, Tourette-Optionen, da ist es doch. So. Hoch. So, nur wilde Dinos. So, annehmen. So, es lübt. Guck mal, jetzt wird hier alles freigehalten hier. Oh, pass mal auf hier. Da auch rein. Flupp. Läuft. Haha. So, okay, hier auch Tourette-Option. Hoch. Nur wilde Dinos. Und annehmen. Und dann lübt die Sache hier. So sollten wir eigentlich keine Schwierigkeiten mehr haben, ne? Okay. Dann haben wir das nämlich auch. So, okay. Da wir das jetzt geklärt haben, kann ich jetzt mal ganz schnell hergehen und kann hier mal gucken, weil hier sind nämlich schon Eier fertig. Nö. Das heißt, ich lass mal hier rausploppen. Ich schmeiß mal hier raus. Flupp, mal gucken, ob das ausreicht. Na bitte, es läuft. Haha. Okay. Sehr schön. Okay, warte mal, dann kann ich hier nämlich gleich eintüten. Blub. Ach Leute, das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich. Das funktioniert doch wunderbar. So, aber wo ist... Hier fehlt noch ein Ei. Da fehlt noch ein Ei. Oh wei, da, 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 da. Guck mal, das geht schon von der Gesundheit runter. Warum wird das nicht eingesammelt? Ja, warum sammelt der das nicht ein? Warte einfach mal kurz. Dann gucken wir mal, ob er es einsammelt. So, okay. Das hier raus, danke. Ah, hier, guck mal, läuft. Sehr schön. Okay, jetzt hat er es eingesammelt, cool. Das heißt, es ist jetzt hier drin, alles klärchen, cool. Cool, cool. Aber guck mal, das ist vom Leben her um die Hälfte runtergegangen. Nee, nicht vom Leben her, Entschuldigung. Von der Gesundheit, 6 Punkte runter. Ich hoffe nicht, dass das dann irgendeine Auswirkung hat, Leute. So. Okay, warte mal. Dann stelle ich die jetzt hier mal so hin. Die werden mir zwar hier ordentlich Platz wegnehmen, das ist mir aber egal. So, pass mal auf hier. Plopp. Ey! Wo willst du hin? Alter, was ist los mit dir? Stimmt nicht mit dir. Hallo? Eieieiei. Machen wir mal kurz diesen hier. Warum willst du abhauen? Warum willst du abhauen, hä? Behalten. Passiv. Behalten. Okay, jetzt müsste es stimmen, oder? Okay,
Okay. Sehr hübsch, sehr hübsch. Oh, guck mal, wie schnell die wachsen. Ah, das ist doch herrlich, Leute. Das ist doch herrlich. So, okay. Hier haben wir das nächste Ei. So, in der Theorie normal, aber... Ach, stimmt ja. Ich habe was vergessen, Leute. Ich habe ja was Wichtiges vergessen. Warte mal. Warte mal. Hier. Die müssen ja hier rüber, damit das funktioniert. Ah, bin ich doof. Ach, bin ich doof. Pass mal auf. So, wenn ich das mich hier rausschmeiße und das ausploppt... Plopp. Da wird es mich direkt eingesammelt. Okay, alles klärchen. So, wie geht's gerade mit euch weiter? Okay, Leute, das können wir jetzt hier erstmal... Das kann ich jetzt erstmal laufen lassen. Ha! So. Okidoki. Sehr schön. Okay, warte mal, ich brauche mal ein Werkzeug. Nehme ich mal die hier wieder an mich. So. Hast du nicht mal vorhin eine Spitzhacke gehabt? Und eine Axt? So, dann ist das hier nämlich schon mal weg. Cool. So, dann kann ich mich hier mal die Nanny neu ausstatten. So, Nanny, guck mal, siehst du brauchst nämlich Fleisch hier. Ne? Du brauchst Fleisch. So, okay. Sehr hübsch. Okay. Ach, ist das nicht herrlich, Leute. Oh, herrlich. Guck mal, wir haben hier ein 830er Tech-Rex-Baby. Yay! Oh, herrlich. Einfach nur herrlich. Ach, Leute, das wird ein Späßchen. Da freue ich mich jetzt schon. Ach, hier, guck mal. Was ist los mit dir, hä? Was ist los mit dir? Hat dir jemand erlaubt, von deinem Platz zu gehen? Hä? Hat dir das jemand erlaubt? Ich glaube nicht, mein Freund. Du bleibst mal schön hier, ja? Sag mal, was ist los mit dir? So, Verhalten. Passiv. So. Okay, wie ist es bei dir? Okay, warte mal. Verhalten. Passiv. So, bei dir. Verhalten. Passiv. Und da auch. Verhalten. Passiv. So, Leute, also, was ich jetzt als nächstes vorhabe. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal sehen, dass ich genügend Tech-Rex-Babys zusammenbekomme, damit ich mir dort auch eine kleine Armee aufbauen kann. Und ich werde nämlich dann sehen, dass wir also in der nächsten Folge uns ein paar Allosaurus besorgen. Weil, Leute, ich werde das nämlich jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Das heißt, wir machen jetzt hier an der Stelle Feierabend. Deswegen seht ihr nämlich hier an der Seite dann jetzt nochmal zwei weitere Videos plus eine Playlist und die Verlinkung zu meinem Hauptchannel. Schaut da gerne mal vorbei. Kommt in den Livestream auf Twitch. Würde mich auch freuen. Leute, und in der nächsten Folge großer Allosaurus-Jagd.